herzlich willkommen auf die Müffelstücke. Und das da vorne ist Salt. Grumpy Salt. Ja, sie guckt schon wieder so böse. Ihr macht immer alles falsch, würde sie sagen, wenn sie mit uns sprechen würde. Aber sie ist nicht dumm. Sie mag einfach nur keine Menschen und keine Meerschweinchen und hat sich deshalb entschlossen, nicht mit anderen Menschen oder Meerschweinchen zu sprechen. Ich wollte jetzt so eine schöne Überleitung machen mit, und wenn sie sich mal dazu herablässt, aber ich finde den Laptop nicht. Doch, hier habe ich ihn, guck mal. Tada. Hier, das haben wir extra im Internet bestellt und haben dann eine wunderschöne Karotte da drauf gemacht. Ist das nicht toll? Das ist eigentlich ein Spiegel. Sie ist eine Hackerin, / Gamerin, und sie zockt den ganzen Tag und damit verständigt sie sich. Ist halt aber auch wirklich genauso, wie wir gedacht haben, dass ihr Charakter ist. Sie ist halt so mega zurückgezogen, so mega abweisend und macht die ganze Zeit Stress im Gehege, vor allen Dingen mit Tiramisu und Müll. Sie sucht immer und überall Streit. Zwickt jeden, weil sie genau in dieses eine Haus will, obwohl es schon besetzt ist. Und ist nicht zutraulich. Sagen wir einfach mal, sie rennt auch nicht weg. Also sie, ich würde sagen, das ist Schockstarre, das Meerschweinchen. Ja. Sie traut uns nicht, sie traut den Meerschweinchen nicht. Aber solange es Essen gibt, ist alles gut. Mit Essen kriegt man halt jedes Tier, sogar Salt. Und das ist absolut faszinierend. Kann Salt eigentlich Männchen? Ich will das jetzt mal wissen. Kann sie das wirklich? Ich habe das, glaube ich, bewusst noch nie beobachtet. Und ich würde auch stark behaupten, sie macht das jetzt nicht. Einfach, weil die Kamera an ist. Komm. Nein. Komm hoch. Ah, was man jetzt hier wunderschön sehen kann, ist, dass sie in die Kamera gucken kann. Sie hat hier so einen richtig coolen Strich unten. Du musst jetzt da hochgucken. Ich muss was demonstrieren. Salt, guck hoch. Da guckt euch das an. Ist das mega cool oder ist das mega cool? Der geht einmal so richtig da ringsrum und hat hier vorne eine Strähne. Und das finde ich halt so unbeschreiblich cool. Was ist los? Das Essen ist hier vorne. Du müsstest nur Männchen machen. Komm hoch. Ja, mach mal. Genau. Hier. Ja, sie guckt mich gerade wieder an mit... Muss ich das jetzt wirklich? Ist das Spiel schon runtergeladen? Ich muss gleich unbedingt noch zocken, denkt sie sich jetzt gerade. Genau. Los, mach ein Männchen. Oh, es ist so putzig. Aber damit ist auch schon alles gesagt, oder? Ist sie eine Zicke, ne? Also sie ist halt wortwörtlich gesehen eine Zicke. Würde ich jetzt so behaupten. Sie sucht eher Streit. Genau. Zicke die zick, zick, zick. Und jetzt mach Männchen. Einfach, weil du auch... Ja! Oh mein Gott! Ah, sie kann es tatsächlich! Und sie ist eingefroren! Das muss jetzt, ohne Scherz, das Lustigste gewesen sein, was ich seit Wochen gesehen habe. Ich würde das so gerne als einzelnes Video hochladen, einfach weil es unglaublich putzig und niedlich ist. Oh mein Gott. Mach das nochmal bitte. So, jetzt hat sie keine Lust mehr. Ah, und was ich voll vergessen habe, ist, sie hat hier noch eine Blume. Deshalb hat sie auch von der Zeichnung von Chosen eine Blume im Haar. Ne? Das hätte ich jetzt fast vergessen. Jetzt macht auch alles wieder Sinn. Hier, Salt. Kleiner Salzstreuer. Okay, wir versuchen das jetzt noch ein bisschen. Ihr könnt, weil sie so wunderschön akrobatisch ist, einen Daumen rauf geben. Vergesst nicht zu abonnieren, auf unserem Hauptkanal vorbeizuschauen. Dort gibt es auch viele coole neue Videos. Ersten Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr uns dieses Jahr noch einmal sehen wollt, dann könnt ihr das am 16.12. im Rune-Store in Solingen machen. Ab 12 Uhr werden wir vor Ort sein. Und keine Sorge, wir werden so lange da sein, bis keiner mehr von euch kommt. Unterschriften und Fotos sind natürlich wie immer kostenlos. Und sie isst noch eine Runde. Siehst du, es klappt nur einmal mit dem Männchen machen. Es klappt wirklich nur einmal. Okay, dann wieder fressende Meerschweinchen beobachten, weil das Geräusch so toll ist.